Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Rohstoff TV heute für Sie aus Österreich, aus der wunderschönen Wörthersee-Region hier. Und ja, wie immer treffen wir uns hier der Ronny Stöferle und meine Wenigkeit und eigentlich noch viele, viele andere zu einem Sommersymposium, wo wir über Rohstoffe und Minenaktien diskutieren. Corona hat es uns zunichte gemacht, aber wir wollen die Gunst der Stunde trotzdem nutzen, auch wenn der Ronny und ich Urlaub haben. Sie mit ein paar ja, interessanten, hoffentlich, Informationen zu versorgen. Ronny Stöferle, Incrementum AG aus Schaan. Ich freue mich, dass du da bist, Ronny. Vielen herzlichen Dank. Servus, Jochen. Ist ein schöner Arbeitsplatz, oder? Ja, ist wunderbar. Vor allem springen wir nachher in den See rein. Das ist hervorragend. Ja, die Märkte halten uns nach wie vor ein bisschen in Atem. Vor einem Jahr sind wir ein bisschen weiter oben gestanden, auch mit Blick auf den See. Und da war Gold außer um die 1800 rum. Und ich erinnere mich, 4 Wochen später waren wir bei 2080 und wir haben alle gedacht, hui, jetzt geht's los. Ja, interessanterweise damals vor einem Jahr war die Stimmungslage beim Gold auch eine ganz eine andere. Es war absolute Aufbruchstimmung, es war Euphorie, man hat es gesehen an den Sentiment-Daten, man hat es gesehen am Commitment of Traders Report. Jetzt stehen wir auf dem gleichen Niveau, aber nobody cares. Ja. Also es interessiert im Moment wirklich kein Schwein, sorry. Ja. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Und ich denke mal so bei der 1800, die hat jetzt eigentlich ganz gut gehalten. Wir sehen, dass Inflation natürlich ein ganz ein zentrales Thema ist. Das war vor einem Jahr noch nicht der Fall. Und insofern sehe ich es beim Gold eigentlich relativ entspannt. Wir haben heuer wieder ein bisschen was zum Thema Gold geschrieben. Genau. Der monetäre Klimawandel. Und ich denke, dass die Ausgangssituation fantastisch ist im Moment. Ja, absolut. Über deine fantastischen Reports haben wir, glaube ich, vor 6 Wochen schon schöne Interviews gemacht. Dein Kompagnon, der Marc Walek, hatte ich zu dem Thema natürlich auch schon interviewt gehabt. Deswegen wollen wir heute mal noch ein bisschen, ja, ich sage mal, weiter abschweifen. Gold, aber auch Silber, der kleine Bruder. Ich glaube, das wird doch jetzt mega spannend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir den Handel diese Woche anschaue im Gold, aber auch im Silber, man versucht krampfhaft den Preis irgendwie so um die 1800 zu halten. Der Ausübungstermin für The Future ist, wenn ich es recht im Kopf habe, Ende nächster Woche. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass vielleicht doch nicht ganz so viel Gold da ist, wie vielleicht gefordert wird. Ja, mag sein. Ich glaube, ein ganz ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren ist, sind noch die Physical Deliveries, ja, die wirklich explosionsartig angestiegen sind. Das ist jetzt dreifache, teilweise sogar fünffache Niveau gewesen, das jetzt wirklich physisch verlangt wird, ja, an der COMEX beispielsweise. Wir haben dann zusätzlich noch gesehen den ganzen Eiertanz rund um die LBMA, ja, wo die Londoner Banken jetzt eine Ausnahmeregelung bekommen haben, um von dieser Net Stable Funding Ratio ausgenommen zu werden. Ich habe immer gesagt, das ist ein No-Event und ist im Endeffekt auch so eingetroffen. Aber ich denke schon, so wie du richtig sagst, ja, es hat sich beim Gold viel Positives getan. Der Kurs diskontiert das noch nicht wirklich so. Und insofern sehe ich es relativ entspannt. Beim Silber ein bisschen eine andere Situation. Da haben wir eigentlich gesehen, dass seit Februar, wo es diesen Short Squeeze gegeben hat, von der Reddit-Community, dass da eigentlich Silber wesentlich stärker in den Fokus gerückt ist. Mhm. Und das hat sich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen wieder abgeschwächt. Das heißt, das Gold-Silber-Ratio ist wieder angestiegen. Gold hat Silber outperformed. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen, dass jetzt einmal dieser inflationäre Trend sich einmal ein bisschen abgeschwächt hat. Aber beim Silber ebenso. Wenn man sich das fundamentale Bild anschaut, dann denke ich mal, schaut es wirklich spannend aus. Wir sehen die ganze grüne Welle, die in China eigentlich begonnen hat, sich dann in Europa fortgesetzt hat und jetzt auch mittlerweile die USA erfasst hat. Das wird dem Silber sicherlich zugutekommen. Wir sehen geopolitische Faktoren, die Wahlen in Peru beispielsweise. Peru, zweitgrößter Silberproduzent der Welt mit den größten Silbervorkommen unter der Erde. Also da würde ich mal sagen, ist das Setup ein positives, aber so richtig emanzipieren kann sich das Silber vom Gold noch nicht. Ja, könnte man vielleicht sagen, es emanzipiert sich dann, wenn auf einmal die Kontrakte nicht erfüllt werden und so jemand wie ein großer Autobauer steht ohne Silber da und sagt, hey, wisst ihr was, fahrt mit euren Futures heim, ich rufe bei der Mine direkt an und kaufe es da und zahle halt eine Prämie. Es mag sein, ja. Also in China ist es ganz normal, dass eigentlich große Produzenten auch komplett integriert sind. Das heißt, dass die halt auch ihre Rohstoffe selber sourcen. Es gibt ähnliche Entwicklungen in der Automobilbranche, meiner Meinung nach noch zu wenig, vor allem wenn man sich anschaut, was da gerade für ein Wandel passiert in der Automobilbranche. Kann schon sein, dass sowas einmal passiert. Ich würde mal sagen, der ganz große Treiber jetzt
bei den Edelmetallen, das ist das Thema Inflation. Ja, absolut. Inflation, das ist ein Riesenthema. Lass uns gleich drauf eingehen. Wir haben es ja heute Morgen schon beim Frühstück diskutiert, so mit Essen in einem Restaurant vor 5 Jahren, was es heute kostet. Es sind schon gewaltige Preisunterschiede mittlerweile, gerade hier am Wörthersee, aber auch Bauholz, USA, Kupfer. Ist 100% gestiegen. Ich habe vorgestern gelesen gehabt, dass die Rohstoffgrundkosten für ein Auto mittlerweile sich verdoppelt haben. Die letzten 6-9 Monate, glaube ich. Also die Inflation ist da. Die können wir nicht mehr wegdiskutieren, oder? Die Inflation ist da. Natürlich ist sie, wenn man nach unseren geliebten Notenbankern geht, dann ist sie nur transitorisch. Ja? Mhm. Sie ist nur vorübergehend. Also da werden die Notenbanken nicht müde, das zu betonen. Ich habe eine meiner Prognosen war, dass die Inflationsraten auf 5% steigen. Das ist eingetroffen. Ja. Ich glaube schon, dass wir im Moment, und das haben wir eigentlich im heurigen Report beschrieben, dass wir da einen Paradigmenwechsel sehen, dass mittlerweile eben die inflationären Kräfte stärker sind als die deflationären Kräfte. Man sieht das natürlich als Konsument. Man sieht das, wenn man einen Urlaub bucht beispielsweise. Ein Beispiel nur, Mietwagen haben wir letztes Jahr für 2 Wochen in Griechenland für 400 Euro bekommen. Jetzt zahle ich 900, obwohl es de facto das gleiche Auto ist. Das ist ja bloß 130% Inflation, ist ja nicht schlimm. Man sieht natürlich, dass viele Unternehmen auch das, was sie in der Corona-Zeit quasi verpasst haben, das versuchen sie quasi wieder reinzuholen. Und also abgesehen von diesen Tendenzen ist es ganz klar, also das Zepter der Geldschöpfung ist eigentlich übergegangen, weg von den Geschäftsbanken hin zur Politik. Gutes Beispiel in UK beispielsweise, Boris Johnson genehmigt First-Time-Buyers, ja, also Leuten, jungen Familien, die zum ersten Mal ein Eigenheim kaufen, eine extrem günstige, langfristige Hypothek. Mhm. Das gab es früher nicht. Das hat natürlich auch Konsequenzen auf den Immobilienmarkt, hat Konsequenzen auf die Geldschöpfung. Wir sehen, dass die breiten Geldmengen, ja, die ja während der 2008er, 2009er Krise komplett implodiert sind, ja, die sind jetzt im Zuge der Corona-Krise stark angestiegen. Ja. Das heißt, das ist doch ein wesentlicher Unterschied. Und ich habe immer gesagt, sobald die Geldumlaufgeschwindigkeit ansteigt, und das tut sie jetzt gerade im Moment, dann wird Inflation richtig zum Thema. Also insofern, unsere These ist, Inflation ist nicht nur ein vorübergehendes Phänomen, es ist nicht transitorisch, sondern es ist etwas, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Mhm. Das heißt jetzt gar nicht, dass wir da Hyperinflation erwarten, aber selbst 4-5% auf einige Jahre... Ist ein Wort, würde ich sagen. Ist ein Wort, ja. Und die ist natürlich auch nicht gleichmäßig. Ja. Und vielleicht wird es in Gegenden wie hier, wo natürlich auch die Leute von der Asset Price Inflation mehr profitieren, ja, da werden die Preissteigerungen wahrscheinlich noch mal höher sein als in anderen Bereichen. Und dann, glaube ich, wird das ganz bestimmende Thema auf Sicht der nächsten Monate sein, die Lohnpreisspirale. Mhm. Die Leute werden sagen, okay, es geht sich eigentlich nicht mehr aus. Mhm. Ich möchte 5-6% mehr Lohn haben. Die Gewerkschaften haben schon in diese Richtung argumentiert. Ich habe Statistiken aus den USA angesehen, wie viel mehr Arbeitnehmer jetzt bei einem Jobwechsel verlangen würden, und das wären 15% mehr, also der neue Arbeitgeber müsste dann 15% mehr zahlen, und das wird sich dann, diese Lohnpreisspirale, die wird bald beginnen, sich zu drehen, und das ist dann die nächste Stufe der Inflationsphase. Ja, Schutz davor, klar, physische Edelmetalle, euer Fonds vielleicht, ist auch ein Schutz davor, und ich würde sagen, Aktien mit Sicherheit, weil wenn man Unternehmen hat, die was herstellen, wo sie teurer verkaufen, dann haben Sie zwar eine Lohnpreisspirale vielleicht, aber Sie erhöhen auch die Preise und dadurch geht es wieder weiter. Was uns zu den Minenaktien bringt, ja, also ich meine, normale Aktien, das ist kein Thema, kann jeder selber diskutieren und anschauen sich, aber die Minenaktien. Ich habe gesehen in eurem Fonds, ihr habt, glaube ich, auch eine Sibanye-Stillwater drin, ihr habt Copper Mountain drin, sind jetzt ein Kupferproduzent, ist weltgrößte Platin-Palladium-Produzent. Was hat euch dazu veranlasst, solche Titel zum Beispiel doch mit markanten Positionen reinzunehmen? Wir haben uns einfach angesehen, was schützt gegen Inflation, ja, und haben da quantitative Auswertungen gemacht, haben das mit akademischen Papers verglichen, und es ist ganz, ganz klar, also das, was wirklich gegen steigende Inflationsraten schützt, das sind Commodities und auf Platz 2 Gold und Silber. Mhm. Rohstoffwährungen zum Teil auch, ja, kanadischer Dollar, australischer Dollar, ein bisschen die Norwegen-Krone etc. Und insofern haben wir dann unser Portfolio als einen Baustein
konzipiert für steigende Inflationsraten, funktioniert wirklich sehr, 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 sehr gut. Wenngleich wir im letzten Monat gesehen haben, dass sich das Inflationssignal ein bisschen abgeschwächt hat. Das heißt, diese ganze Inflationspanik, kommt jetzt ein bisschen Luft raus, aber das bedeutet jetzt noch keinen Trendwechsel. Ich sehe schon, dass uns Inflation als zentrales Thema die nächsten Jahre wahrscheinlich beschäftigen wird. Und man darf nicht vergessen, 40 Jahre lang war steigende Inflation nicht wirklich ein Thema, da war es eher die Disinflation. Das heißt, wenn dieser Paradigmenwechsel wirklich geschieht, dann wird sehr, sehr viele Marktteilnehmer am falschen Fuß erwischen. Dann habe ich nicht nur auf der Bond-Seite, sondern auch auf der Aktienseite ein Problem. Denn alles über 3% Inflationsrate, da endet eigentlich diese Wohlfühlzone für die Aktien. Absolut. Dann ist man natürlich mit einem klassischen 60-40 Portfolio nicht unbedingt optimal aufgestellt. Ja, also insofern sehe ich da in unserem Inflationsschutzfonds beispielsweise die Komponenten, die da drinnen sind, entwickeln sich sehr, sehr gut, schauen charttechnisch gut aus, sind jetzt auch fundamental nach wie vor günstig bewertet. Ja, also wenn man sich die Großen beispielsweise anschaut, die diversifizierten Produzenten wie eine BHP, wie eine Rio, die haben Dividendenrenditen irgendwo zwischen 5% und 7%, ja, haben teilweise einstellige KGVs. Also da sind wir jetzt noch weit weg von einer Euphorie. Ja. Bei den Goldminenaktien sowieso. Eben, genau. Die sind ja völlig unterbewertet. Goldminenaktien sind ja sowieso per se bullisch, würde ich mal behaupten. Einfach, weil sie unterbewertet sind nach wie vor. Weil bei Gold 1800 verdient eigentlich jeder hervorragend. Der eine mehr, der andere ein bisschen weniger, würde ich sagen. Aber selbst ein hochpreisiger Produzent, der 1200, 1300 kosten, hat es bei 1800 eigentlich immer noch kommod dabei. Man muss sich schon sehr blöd anstellen, in dem Umfeld kein Geld zu verdienen. Ja? Und die gut gemanagten Unternehmen, die haben auch bei 1500 schon schönen Free Cashflow erwirtschaftet. Aber das ist ganz klar, wir sehen jetzt, ich glaube vor einem Jahr, als wir hier sprachen, da war der Goldbugs-Index der Hui bei 360. Ja. Jetzt stehen wir bei 250. Wir sind aber auf dem gleichen Goldpreisniveau. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die Minenaktien das profitabelste Jahr ihrer Geschichte hatten. Heuer ist der Durchschnitt. Haufen Dividende zahlen. Wir sehen jetzt, dass der durchschnittliche Goldpreis noch einmal höher ist als im Vorjahr. Also dieses Jahr sollte eigentlich noch besser werden, wenngleich die Inputkosten teilweise schon auch ein bisschen gestiegen sind, auf der Energieseite beispielsweise. Aber die Unternehmen verdienen prächtig. Der Markt sieht es im Moment noch nicht. Ich freue mich schon auf die Konferenzsaison, die jetzt dann im Herbst wieder beginnt. Wenn sie denn beginnt. Naja, zumindest virtuell. Aber da hat man schon teilweise wirklich das Gefühl, dass man auf einer Value-Konferenz ist. Ja. Und insofern, ja, ich fühle mich da wie ein kleines Kind im Spielzeugladen. Ja. Und da gibt es wirklich fantastische Opportunitäten. Super. Tudor Gold ist noch ein Thema, wo ich mit dir diskutieren wollte, weil du sitzt ja da im Direktorium, also Board of Directors, genau. Und wir haben ja ziemlich viel Zuschriften erhalten, warum die Aktie jetzt runterkommen ist und ja, wie es denn da weitergeht und was denn da so passiert. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Ja klar, also wir haben, die Aktie ist sicherlich runtergekommen. Man muss aber auch sagen, dass sie von 4 Dollar kam und als ich 2017 als Advisor begonnen habe, da waren wir circa bei 20 Cent. Jetzt stehen wir über 2 Dollar, also so schlecht ist die Entwicklung nicht. Wir haben heuer im Februar die initiale Ressource gemeldet. Das ist eine der letzten, also eine der größten in den letzten drei Dekaden. 19,4 Millionen Measured and Indicated und dann nochmal 7 Millionen Inferred. Und die Ziele für heuer sind ganz klar. Also wir wollen von den Inferred, wollen wir möglichst alles in Measured and Indicated rüberbringen. Ich glaube, da kennen wir es auch hinkriegen. Da kennen wir es hinkriegen. Ja, er sagt immer, also niemand findet so günstig Gold wie er. Also er sagt, er findet für einen Dollar findet er circa eine Unze, was nicht so schlecht ist. Das ist ein gutes Verhältnis, ja. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir Goldstorm, dass wir ein Spin-off machen. Das bedeutet, jeder Tudor-Aktionär bekommt 0,25 Aktien von der Goldstorm. Das ist die sogenannte. Das freut mich, ich bin auch Tudor-Aktionär. Sehr schön. Ich habe gerade erst wieder dreimal zugekauft. Ja. Kann man sich anschauen bei den Insider-Filings, habe meine Position deutlich erhöht. Das sind die sogenannten Crown Properties. Ken sagt, er sieht da ein ähnliches Potenzial wie bei Treaty Creek. Dafür haben wir keinen Value bekommen, weil eigentlich jeder immer nur auf Treaty Creek geschaut hat. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Maßnahme für unsere Aktionäre. Und dann müssen wir heuer einmal, also oben geht es jetzt so richtig los mit 6 Drill Rigs.
Wir haben ein sehr, sehr ambitioniertes Bohrprogramm. Wir wollen einmal schauen, mittels Step-Out-Holes, wo eigentlich die Grenzen sind. Ja, weil der Mineralisierung. Bislang war alles noch in fast alle Richtungen offen. Dann möchten wir natürlich auch mehr Infill-Drilling machen, damit man einfach mal die Ressource weiter bestätigt. Und dann gibt es einige andere Zonen, wo wir auch sehr, sehr zuversichtlich sind, vielleicht auch höhere Grade zu finden. Mhm. Also insofern, ich sehe es sehr, 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 sehr entspannt. Es ist eine der größten Ressourcen der letzten drei Dekaden. Ja. Und da das kann ist, man was schon, die Welt braucht eigentlich. Ne? Da kann man schon sehr stolz drauf sein. Ja. Noch dazu in British Columbia, nicht unbedingt die schlechteste Jurisdiktion. Also. Ja, mit Sicherheit. Super. Letzte Frage. Und das weiß ich auch, das interessiert viele Zuschauer. Bitcoin. Also ist ja eine Höllenachterbahnfahrt dieses Jahr gewesen, 64.000 glaube ich im Top. Jetzt sind wir um die 30.000 rum. Ich habe diese Woche in einem Chart-Kommentar gelesen, oh, also wenn wir durch die 30.000 brechen, kommen sehr schnell die 20.000. Was ist deine Meinung dazu? Wie geht ihr vor? Kauft ihr jetzt zu in eurem Fonds? Wie managt ihr da diese Volatilität? Die Vola ist natürlich enorm, ja. Aber man kann sie sich auch zum Freund machen. Wir machen das über Optionen. Das heißt, wir verschreiben laufend Optionen und nützen so die Volatilität, kassieren die ganze Zeit Prämien. Mein Kollege Marc Wallig hat, als wir bei ca. 60.000 standen, hat er unseren letzten Investorenbrief rausgeschickt und hat gesagt, wir schichten jetzt um von Bitcoin rüber ins Gold. War im Nachhinein ein sehr, sehr guter Move, auch wenn damals er milde belächelt wurde, speziell von der Bitcoin-Community. Schau, wir stehen jetzt bei 30.000, vor einem Jahr waren wir bei 10.000, im März war das Tief irgendwo, ich glaube, bei 3.000 oder 4.000. Also so schlecht ist die Entwicklung nicht. Ob jetzt wirklich das Kursziel von Plan B nach seinem Stock-to-Flow-Model, das 200.000 per Jahresende besagt, ob wir das erreichen, ich wage es doch zu bezweifeln. Ich glaube, es ist eine normale, gesunde Korrektur und man darf auch nicht vergessen, was alles passiert ist. Ja? Also die Regulatoren steigen Bitcoin ordentlich drauf. Ja? Elon Musk war dann plötzlich wieder negativ, nachdem er natürlich auch Druck bekommen hat seitens diverser ESG-Fonds, die in Tesla investiert sind. Die Chinesen versuchen, den Bitcoin-Minern den Garaus zu machen. Also insofern ist da schon relativ viel Negatives passiert. Und ich würde mal sagen, Bitcoin hält sich eigentlich wirklich sehr gut. Unser Zugang ist es, du weißt das, Jochen, wir sagen Gold für die Stabilität, für den langfristigen Kaufkrafterhalt, Bitcoin für die Konvexität. Mhm. Ich habe es jetzt einmal in einem Interview mit Stansbury habe ich gesagt, es ist, wie man's, wenn man es vergleicht, mit einem sicheren, großen SUV, wo man ganz sicher und komfortabel von A nach B kommt, das ist Gold. Und dann kann man es natürlich auch mit einem Ducati-Motorradl vergleichen, das wäre im Bitcoin, wo man natürlich 140 PS hat, ja, wo man einen Riesenspaß hat an der Beschleunigung, aber wo, wenn es mal zum Regnen beginnt, zum Schneien beginnt, ja, wenn die Fahrbahn ein bisschen rutschig ist, ja, dann wird es natürlich gefährlich. Ja. Mhm. Man kommt von beiden, mit beiden von A nach B. Und wieso soll man nicht beides in der Garage stehen haben? Schadet nichts. Schadet nichts, ja. Und insofern, unser Zugang ist dann sehr nüchterner. Ich glaube schon, dass Bitcoin eigentlich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass es eine Berechtigung hat. Auch wenn man sich anschaut, wie es langsam erwachsen wird, wie viele große Player da jetzt die Infrastruktur geschaffen haben, wie viele Fonds da jetzt gerade in Gründung sind. Mhm. Und insofern sehe ich es ganz entspannt. Wir kaufen auf dem Niveau wieder zu. Und ich bin mir sicher, dass wir in einem Jahr deutlich höher stehen werden. Super, das war ein super Schlusssatz. Ronny, vielen herzlichen Dank. Jochen, halt danke. Halt nochmal deinen Report geschwind hoch, meine Damen und Herren. In Gold We Trust gibt es in Deutsch und Englisch. Free Download bei euch auf der Webseite, bei uns auch unter anderem. Kann es nur empfehlen zu lesen, ist gigantisch. Ronny, vielen herzlichen Dank. Danke, ich wünsche Jochen uns einen schönen Urlaub weiterhin. Jetzt gehen wir schwimmen. Genau, jetzt gehen wir mal schwimmen und vielleicht glauben wir mal ein kaltes Glas Weißwein trinken. Das schadet auch nichts, ich bin leicht dehydriert. Und danke fürs Interview, danke für deine Zeit, wie immer hochspannend. Danke. Super. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, das war Ronald Stöferle von der Incrementum AG aus Schaan, Co-Autor in Gold We Trust. Und ja, Sie haben es gehört, eigentlich die Welt ist in Ordnung. Wir waren vor einem Jahr bei 1800 Gold, sind wir jetzt auch wieder. Vielleicht sind wir nicht im August bei 2080 oder bei 2200 oder 2300. Das mag vielleicht doch noch ein ganz klein bisschen dauern. Allerdings wage ich zu behaupten, im Juli die Ausübungen, wenn die physisch kommen, deswegen wird es gedrückt. Das ist meine These, aber bitte ist meine private These. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir uns vielleicht ein goldener Herbst bevorsteht,
wo das Gold dann doch einmal Richtung 2,2, 2,3 schaut. Und was ich auch toll finde, der Fonds vom Ronny und vom Marc ist wirklich gigantisch. Physisches Gold, Kryptowährungen dabei, man verschreibt Optionen, man sichert ab. Das ist ein sehr interessantes Produkt. Wenn man beide Welten natürlich haben möchte, Gold mit Bitcoin zusammen, warum nicht, wenn Spaß macht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, erholsame Urlaubstage, falls Sie uns gerade im Urlaub auch zuschauen. Wir machen mit unserem Urlaub jetzt weiter. Alles Gute, tschüss und Baba vom Wörthersee.